Ja, moin, da bin ich wieder. Ich habe die Tage, schrieb mir jemand über einen Artikel, der im Jahr 2004 im Fokus erschienen ist. Und ja, wenn ich jetzt mal zurückdenke an das Jahr 2001, ja, 9/11, nach 9/11, ein paar Tage danach, sagte Bush in einer Ansprache an das amerikanische Volk, dass das amerikanische Volk sich nicht auf einen einzelnen Feldzug gegen den Terror einstellen soll, sondern auf eine ganze Reihe von Kriegen, um den Terror zu bekämpfen. Ja? Das Ganze begann dann mit dem Krieg 2001 in Afghanistan. Und 2003 erklärte man dann ja, dass Saddam Hussein gemeinsam mit Osama bin Laden für 9/11 verantwortlich gewesen sei. Das ist denen erst 2 Jahre später aufgefallen, ja? Scheinbar. Auf jeden Fall hat man dann 2003 den Irak angegriffen. 2004 in dem Bericht im Fokus, da schrieb man im Prinzip, dass man Krieg gegen Afghanistan, gegen den Irak, gegen Libyen, gegen Jemen und gegen Syrien führen würde. Diese 5 Länder hat man exakt in der Reihenfolge angegriffen, wie sie 2004 im Fokus genannt wurden. Ja? Man hat 2001 Afghanistan angegriffen, man hat 2003 den Irak angegriffen, man hat 2011 Libyen angegriffen, 2015 Jemen und 2018 Syrien. Das letzte Land, was im Fokus noch genannt wurde, das sechste Land, das ist der Iran. Und wenn ihr jetzt mal in den Januar diesen Jahres, ja, Januar 2020 zurückdenkt, da hat Trump den iranischen General Soleimani liquidieren lassen. Der Mann war auf einer Friedensmission, das ist nachgewiesen, ja, ins benachbarte Ausland. Und Trump hat ihn auf diesem Weg liquidieren lassen. Das war im Prinzip eine Kriegserklärung. Ja? Die Tochter des Generals Soleimani antwortete ihrerseits darauf, indem sie Amerika mit einem schwarzen Tag drohte. Das ist ebenso eine Kriegserklärung. Das ist ganz klar eine Kriegserklärung. Der russische Präsident Wladimir Putin, der sagte daraufhin dem Iran Unterstützung zu. Er sagte dem Iran Unterstützung zu für den Fall, dass dieser Konflikt militärisch eskalieren sollte. Wenn man jetzt weiß, dass Amerika in den letzten Jahren die NATO-Ostgrenze bis an die russische Grenze heranverlegt hat, das heißt, die Amerikaner haben Truppen in Estland, in Lettland, in Litauen, in der Ukraine, in Polen und im Baltikum stationiert. Komplett um die russische Westgrenze herum haben die Amerikaner Truppen stationiert. Vor ein paar Monaten gab es dann die Operation Atlantic Resolve 2. Im Rahmen dieser Operation Atlantic Resolve 2 hat man das Truppenkontingent vor der russischen Grenze nochmal verstärkt. Da sind also mehr Soldaten noch in den Osten verschifft worden, wenn man so will. Und jetzt mit Defender 2020 hat man ein noch wesentlich größeres Kontingent an Soldaten vor die russische Grenze geschafft. Wisst ihr, worauf das hinausläuft, Leute? Wisst ihr, worauf das hinausläuft? Es kann, ja, die Wahrscheinlichkeit, ja, dass man den Iran angreift, ja, die liegt bei 100%, ja, weil die anderen 5 Länder, die man ins Visier genommen hatte, bereits 2001 wahrscheinlich, ja, 2004 ist der Artikel veröffentlicht worden. Und man hätte sie exakt in der Reihenfolge angegriffen, in der sie auch in dem Artikel im Fokus genannt wurden. Und der Iran wurde als sechstes Land genannt. Und
Ja, die Ereignisse, ja, die deuten alle auf einen neuen großen Krieg hin. Ja? Weil wenn die USA den Iran angreifen und Putin den Iran unterstützt und die ganze russische Westgrenze bereits von amerikanischen Soldaten belagert wird, das kann nur im Dritten Weltkrieg enden. Ja? Und davon abgesehen gibt es Bücher, in denen die Menschen, welche unsere Welt mit ihrem Geld regieren, ja, da haben die ihren Plan veröffentlicht. Ja, ihren Plan für den Dritten Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg soll nach deren Plänen im Osten beginnen. Von uns aus gesehen würde ich sagen, das trifft zu. Ja. Und im Laufe dieses Krieges soll Deutschland dann wieder Hauptkriegsschauplatz werden. Ja, das ist eigentlich auch ganz logisch, ja? Weil hier in Deutschland befinden sich die ganzen strategisch wichtigen Stützpunkte der Amerikaner. Ja? Wir haben hier knapp 30 offizielle, ja, bekannte amerikanische bzw. NATO-Stützpunkte. Ja? Darunter den Fliegerhorst, den Spangdahlem in der Eifel, die NATO-Airbase bei Geilenkirchen, Rammstein, ja? Und noch viele, viele weitere. Ja? Gibt dazu bei Wikipedia eine schöne Karte. Die blende ich euch jetzt mal hier ein. Da könnt ihr sehen, wo die ganzen amerikanischen Stützpunkte liegen in Deutschland. Bei Mönchengladbach. Überall, quer durch Westdeutschland, liegen diese Stützpunkte. Und diese Stützpunkte, die werden die Russen und die Iraner ausschalten müssen. Die werden die Russen und die Iraner ausschalten müssen, um den Krieg zu gewinnen. Weil von diesen Stützpunkten aus koordinieren die Amerikaner ihre Truppen. Von da aus organisieren sie den Nachschub an die Front. Und von da aus steuern sie ihre Drohnen, ja? Womit sie Feindaufklärung betreiben, womit sie die Feinde bombardieren. Und nur wer diese Stützpunkte beseitigt, ja, der kann den Krieg auch gewinnen. Das heißt Deutschland. Ja? Deutschland wird in den nächsten Monaten zur Zielscheibe werden. Und für alle, die glauben, dass Defender 2020 abgebrochen worden ist, ihr versteht gar nicht, ja, dass man uns immer falsch informiert. Ja? Das nennt man Propaganda. Ja? Man hat uns erzählt, ja, wegen Corona ist Defender 2020 abgebrochen worden. Das Gegenteil ist der Fall. Ja? Man hat Corona als Vorwand benutzt, dafür zu sorgen, dass wir alle zu Hause bleiben. Und so bemerkt keiner die zahlreichen Züge, die nachts durch Deutschland fahren, beladen mit schweren militärischen Geräten. Weil wenn die Menschen diese Züge sehen würden und die Massen an militärischem Material, die da nach Osteuropa verschifft werden, dann würden die Menschen aufwachen. Dann würden die Menschen aufstehen und alle würden schreien. Ja? Alle würden schreien, keinen Krieg. Ja? Und um das zu verhindern, leitet man uns mit Corona völlig in die Irre. Ja? Man lenkt uns total ab, damit wir uns gar nicht gegen diesen Krieg wehren. Und erst wenn der Krieg begonnen hat, ja, dann werdet ihr verstehen, dass Corona nur Ablenkung war. Ja? Und dass der Plan, den die Menschen verfolgen, die unsere Welt mit ihrem Geld regieren, dass das ein ganz anderer war. Ja? Ich meine, ihren Plan haben die 2004 im Fokus veröffentlicht. Ja? Die haben 2004 im Fokus diese 6 Länder genannt, die sie angreifen werden. Und genau das haben sie auch getan. Ja. Sie haben all die Länder angegriffen, die sie genannt haben. Das Einzige, was jetzt noch aussteht, ist der Iran. Und wenn ihr nicht bald alle aufwacht, ja, glaubt mir, ja, hier brennt in ein paar Monaten die Luft. Ja. Ihr wisst überhaupt nicht, was auf dieser Welt geschieht. Ja. Ihr glaubt immer, eure Regierung, die regelt alles zu euren Gunsten, ja? Die regelt alles zu eurer Zufriedenheit. Das tun die gar nicht, ja? Das ist euch nur noch nicht aufgefallen, ja? Die tun überhaupt nichts, ja? Überhaupt nichts für das Volk und für das Land, ja? Im Gegenteil. Die arbeiten eigentlich nur für die Reichen, ja? Die arbeiten nur für die Reichen. Lobbyismus pur, ja? Lobbyismus pur, ja? Ihr seid alle so blind und das gibt ein ganz, ganz böses Erwachen für euch. Da bin ich mir jetzt schon sicher.